Hallo zur neuen OV-Wochenschau. Mit dem Schrecken davongekommen. Am Donnerstagnachmittag war im Werkstattbereich vom Autohaus Anders in Vechta eine Gasflasche in Brand geraten. Da die Mitarbeiter aber sofort richtig reagierten, hatte die Feuerwehr Vechta nicht mehr viel zu tun. Verletzt wurde niemand. Die Uni Vechta übernimmt die Führungsrolle in der Agrarforschung des Landes. Hierzu dient eine neue Koordinierungsstelle an der Hochschule, die alle Forschungseinrichtungen zur Landwirtschaft sowie Partner aus der Wirtschaft und Umweltverbände miteinander vernetzt. Ziel sei es, den notwendigen Wandel der Agrar- und Ernährungsbranche zu begleiten, um die Zukunftsfähigkeit zu sichern. Swing und Jazz für den guten Zweck. Im Gymnasium Lohne gibt es am Sonntag ein Benefizkonzert. Die Big Band 30 Plus von der Musikschule Lohne lädt dazu ab 17 Uhr ein. Der Erlös der Spenden geht an die von Martin Nordlohne geleitete Integrationsgruppe von behinderten und nichtbehinderten Jugendlichen und jungen Erwachsenen. Vielleicht schaut ihr da auch vorbei. Ich wünsche euch ein schönes Wochenende mit hoffentlich besserem Wetter und wir sehen uns bald wieder.